aus der Vernehmung von Karl Brandt vor dem amerikanischen Militärgerichtshof in Nürnberg am 4.2.1947. Die Ärzte standen auf dem Standpunkt, dass das am Leben erhalten eines solchen Kindes eigentlich nicht zu rechtfertigen ist. In seinem Prozess in Nürnberg 1947 berichtete Karl Brandt, Hitlers Leibarzt, dass ein namenloses Kleinkind die Rechtfertigung der Nazis dafür war, aktiv mit der Erschaffung einer Herrenrasse zu beginnen. Die Anfrage einer einzelnen Familie war der Katalysator des sogenannten Euthanasieprogramms. Der Vater eines Kindes aus der sächsischen Kleinstadt Pomssen nahe Leipzig hatte sich Anfang 1939 an Hitlers Büro gewandt und um Erlaubnis gebeten, seinen blinden und deformierten Sohn zu töten. Brandt sagte aus. Der Vater schrieb dem Führer mit dem Wunsch, diesem Kind oder dieser Kreatur das Leben zu nehmen. Hitler befahl mir, mich um diesen Fall zu kümmern. Das Kind war blind, schien idiotisch zu sein. Und ein Bein sowie Teile des Arms fehlten. Dem 5 Monate alten Jungen wurde eine tödliche Spritze gegeben, nachdem Hitler seinen Arzt Karl Brandt geschickt hatte, um ihn zu untersuchen. Brandt sagte aus: Dabei war wichtig, dass dies den Eltern gegenüber in einer Form geschehe, dass diese sich zu jedem anderen Zeitpunkt durch diese Euthanasie nicht belastet fühlen können. Es wird angenommen, dass dem Jungen Luminal in Form einer löslichen Tablette gegeben wurde, welche Bewusstlosigkeit und den Tod nach 3 bis 5 Tagen verursachte. Das Mittel wurde später auch anderen Opfern des Euthanasieprogramms verabreicht. Nur einen Monat nach dem Mord an dem Kind im August 1939 erließ Hitlers Innenministerium den Befehl zur systematischen Vernichtung von geistig und körperlich behinderten Kindern und Erwachsenen. Das Euthanasieprogramm, so wie es sich Hitler bereits seit 10 Jahren vorstellte. Aus der Namensliste im Bundesarchivbestand von Patientenakten der Euthanasieopfer. Otto Abt, 66 Jahre alt, abtransportiert am 27. Juni 1940. Elsa Nier, 48 Jahre alt, abtransportiert am 10. Februar 1941. Aus dem Brief einer Bewohnerin der Heil- und Pflegeanstalt der Inneren Mission für Schwachsinnige und Epileptiker in Stetten im Remstal. Liebe Schwester, da ja bei uns die Angst und Not immer größer wird, so will ich dir auch mein Anliegen mitteilen. Gestern sind wieder die Autos da gewesen und vor 8 Tagen auch. Sie haben wieder viele abgeholt, wo man nicht gedacht hätte. Es wurde uns so schwer, dass wir alle weinten. Nun möchte ich dich bitten, dass du für mich einstehen würdest, dass ich zu dir kommen dürfte, denn wir wissen nicht, ob sie nicht nächste Woche wiederkommen. Wenn wir einander nicht wiedersehen würden,
so will ich meinen herzlichen Dank aussprechen für alles, was du an mir getan hast. Aussage des Gärtners des Unterschwarzacher Hofs bei Moosbach. Jemand der Umstehenden frug einen der Kraftfahrer, wohin die Kinder verlegt werden. Dieser gab zur Antwort: nach Ewigheim. Absender: Fräulein Christa Kelch, Weimar, Thüringen, Karlstraße 7, bei Familie Schölzel. Weimar, den 4.3.1944, betrifft Kind Erika Hase. Im Auftrage meiner Mutter, Charlotte Schölzel, verwitwete Kelch, Pflegemutter von Erika Hase, erbitte ich mir folgende Auskünfte. Erstens, wie lange muss das Kind in der Anstalt bleiben? Zweitens, darf sie ihre eigenen Sachen tragen? Drittens, dürfen wir ihr noch Kleidung und Spielsachen schicken? Viertens, darf das Kind wenigstens einmal im Jahr besucht werden? Für diese Auskünfte wäre ich Ihnen sehr zum Dank verpflichtet. Meiner Mutter ist es leider nicht möglich, selbst zu schreiben, da sie seelisch vollkommen herunter ist. Also haben Sie Erbarmen mit einer unglücklichen Mutter, die sehnsüchtig auf ein paar Zeilen wartet. Für Ihre Mühe vielen Dank im Voraus. Heil Hitler. Helmut Abelle, 7 Jahre alt. Letzter Eintrag am 10. Februar 1933. Elfriede Klaue, 12 Jahre alt. Abtransportiert am 26. August 1940. März 1941. Frau Mathilde U. Duisburg, Hamburg. Alleestraße 20. Sehr geehrte Frau U. Am 13. März 1941 wurde aufgrund einer ministeriellen Verfügung gemäß Weisung des Reichsverteidigungskommissars Ihr Mann, Herr Ernst U., in unsere Anstalt verlegt. Diese Maßnahme steht im Zusammenhang mit den augenblicklichen militärischen Ereignissen. Zu unserem Bedauern müssen wir Ihnen nun mitteilen, dass der Patient plötzlich und unerwartet am 24. März 1941 an einer akuten Hirnhautentzündung verstorben ist. Da Ihr Mann an einer schweren, geistigen, unheilbaren Erkrankung litt, müssen Sie seinen Tod als eine Erlösung auffassen. Die Gesundheitspolizei ordnete zur Verhütung übertragbarer Krankheiten die sofortige Einäscherung des Leichnams an. Einer besonderen Zustimmung Ihrerseits bedurfte es in diesem Falle nicht. Wenn Sie den Wunsch haben, die Urne mit den sterblichen Überresten auf Ihrem Heimatfriedhof oder sonstig einer Familiengrabstätte beisetzen zu lassen, so wollen Sie bitte eine Bescheinigung über den Erwerb bzw. den Besitz einer Begräbnisstätte innerhalb von 14 Tagen hierher einreichen. Wir bitten auch andere Angehörige, von dem Tod des Patienten zu benachrichtigen, da wir keine weiteren Anschriften besitzen. Heil Hitler!
Gespräch zweier Frauen aus der Wochenzeitung Die Zeit vom 21. August 2019. Behinderte Kinder belasten die Beziehung. Das sagte man uns bei einer Beratung. Dass das auch nicht behinderte Kinder machen, hätte mir auch mal jemand sagen können. Mit Kindern mit Behinderung spitzt sich alles zu, was in Familien mit nicht behinderten Kindern schon schwierig genug ist. Ich konnte 2 Jahre lang nicht arbeiten, dabei hatte ich 6 Monate Elternzeit geplant. Die Pflege lastet noch immer zu großen Teilen auf den Schultern der Mütter. Solange sich das nicht ändert, ist ein behindertes Kind natürlich ein Angstszenario. Und die Angst steigt mit den diagnostischen Möglichkeiten. In China sind vor kurzem die ersten genmanipulierten Kinder, Zwillinge, zur Welt gekommen. In Zukunft werden wir ins Genmaterial eingreifen, einfach weil wir es können. Dann werden nicht mehr nur keine Menschen mit Down-Syndrom geboren, sondern auch keine mit Multipler Sklerose oder Veranlagung für Krebs. Du hast recht. Die Möglichkeiten wachsen schneller als unsere Antworten auf ethische Fragen. Ich hoffe jedenfalls, dass es nicht so weit kommt, wie du befürchtest. Viele entscheiden sich doch bewusst gegen Pränataldiagnostik. So wie ich. Bei meinem ersten Kind. So wie du bei Greta. Beispiel Dänemark. Dort machen seit 2004 schon 99% aller Schwangeren ein pränatales Screening, weil die Kassen das zahlen. Die Zahl der Neugeborenen mit Down-Syndrom hat sich seither halbiert. Was schlägst du vor? Dass den Test nur Leute machen dürfen, die ihn sich leisten können? Damit wenigstens alle Armen noch behinderte Kinder bekommen? Das kannst du nicht wollen! Erwin Henschke, 7 Jahre alt, abtransportiert am 11. Juni 1940. Erika Gräning, 9 Jahre alt, abtransportiert am 28. Oktober 1940. Aus einem Amtsschreiben des Oberlandgerichts Frankfurt an den Reichsminister für Justiz im Dezember 1939. Die Fahrzeuge, mit denen die Kranken aus ihren Unterbringungsanstalten zu Zwischenanstalten und von dort zu den Liquidationsanstalten gebracht werden, sind der Bevölkerung bekannt. Wie man mir sagt, rufen schon die Kinder, wenn solche Transportwagen kommen. Da werden wieder welche vergast. In Limburg sollen auf der Fahrt von Wallmünster nach Hadamar täglich 1 bis 3 große Omnibusse mit verhängten Fenstern durchkommen, die Insassen in die Liquidationsanstalten abliefern. Dort sollen, nach den Erzählungen, die Ankömmlinge sofort nach Eintreffen nackt ausgezogen werden. Es werde ihnen ein Papierhemd angezogen und sie würden alsbald in einen Gasraum verbracht, wo sie mit Blausäure und einem betäubenden Zusatzgas liquidiert würden. Die Leichen würden auf einem laufenden Band in einen Verbrennungsraum geschafft, jeweils 6 in einen Ofen. Die anfallende Asche würde auf 6 Uhren verteilt und den Angehörigen zugeschickt. Den dicken Rauch der Verbrennungshalle sehe man täglich über Hadamar. Es wird weiter davon gesprochen, dass den Leichen in einzelnen Fällen der Kopf oder sonstige Körperteile abgeschnitten wurden, um sie anatomisch untersuchen zu lassen. Dritter
Juli 1940. Herrn Karl B., Landwirt. Sehr geehrter Herr B., es tut uns aufrichtig leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihr Sohn Otto B. am 2. Juli 1940 in unserer Anstalt plötzlich und unerwartet an einer eitrigen Mandelentzündung und anschließender Blutvergiftung verstorben ist. Ihr Sohn wurde am 14. Juni 1940 auf ministerielle Anordnung gemäß Weisung des Reichsverteidigungskommissars in die hiesige Anstalt verlegt. Bei seiner schweren geistigen Erkrankung bedeutete sowohl für den Verstorbenen als auch für Sie das Leben eine Qual. So müssen Sie seinen Tod als eine Erlösung auffassen. Da in der hiesigen Anstalt zurzeit Seuchengefahr herrscht, ordnet die Polizeibehörde die sofortige Einäscherung des Leichnams an. Wir bitten um Mitteilung, an welchem Friedhof wir die Übersendung der Urne mit den sterblichen Überresten des Heimgegangenen durch die Polizeibehörde veranlassen sollen. Heil Hitler! Käthe Wegner, 13 Jahre alt, abtransportiert am 15. August 1940. Marietta Tilcher, 12 Jahre alt, abtransportiert am 26. August 1940. Mutter am 18. August 1942 an Dr. Ernst Illing, Kinderfachabteilung Wien. Bitte Sie von ganzem Herzen, mir mein krankes, hilfloses Kind, Josef Starker, wiederzugeben. Herr Obermedizinalrat, Sie sagten mir doch selbst, das Kind ist unheilbar. Als deutsche Mutter steht mir doch das Recht zu, mein Kind selbst zu pflegen, wo es doch so schwach und elend ist. Und außerdem fällt es niemand zur Last, weil wir das Kind doch selbst erhalten. Josef Starker starb am 18. September 1942 an Lungenentzündung. Von der Homepage pndberatung.de. Unter Pränataldiagnostik versteht man vorgeburtliche Untersuchungen, die Aussagen über bestimmte Krankheiten und Behinderungen eines ungeborenen Kindes machen. Im Verlauf einer Schwangerschaft können bei Ultraschalluntersuchungen bestimmte Erkrankungen beim Kind erkannt werden. Gibt es Hinweise auf eine Auffälligkeit, können weitere vorgeburtliche Untersuchungen folgen. Erich Lehmann, 15 Jahre alt, abtransportiert am 12. August 1941.
Marianne Ohle, 29 Jahre alt. Abtransportiert am 7. Juli 1941. Die Diakonisse Hilmar Zerche vom Katharinenhof. Anstalt für bildungsunfähige und schwachsinnige Kinder in Großhennersdorf. Am 16. Mai 1943 mussten wir 80 unserer Kinder und viele Erwachsene nach Großschweidnitz bringen. Als ich meinen Kindern sagen musste, dass wir uns trennen müssen, sagte meine Ursel: Dass wir uns trennen, Tante Hilma, muss wohl sein. Aber nicht wahr? Wir dürfen weinen. Im Juni 1944 durfte ich noch einmal 6 meiner Kinder, die noch lebten, in Großschweidnitz wiedersehen. Als wir daraufhin voneinander Abschied nahmen, sagte meine Ursel: Tante Hilma, wir haben nur so große Angst, dass es mit uns so gemacht wird wie mit den anderen Kindern. Als ich sie fragte, was hat man denn mit ihnen gemacht, sagte sie: Sie bekommen erst immer Pulver in das Essen. Wenn sie dann nicht mehr essen, eine Spritze. Und dann sind sie tot. Ursel überlebte nicht. Ein Bericht aus der Anstalt Stetten. Es waren nicht alle so glücklich veranlagt wie unser Friedrich L., der fröhlich scherzend und Kusshände werfend den Omnibus bestieg, indem er einen schönen Ausflug machen zu dürfen meinte. Manche flüchteten und versteckten sich und retteten so ihr Leben. Andere wehrten sich mit Händen und Füßen und schrien wie unsere Marie: Ich will noch leben! Ich will noch leben! Unser Hans rief der Oberschwester zu: Im Himmel sehen wir uns wieder. Dem abholenden Personal aber schrie er ins Gesicht: Unser Blut komme über euch. Auszug aus der Sitzung des Militärgerichtshofs in Nürnberg am 16. Januar 1947. Die widerspenstigen Kranken haben sich oft geweigert, in die Omnibusse zu gehen. Das ist selbstverständlich. Herr Zeuge, war die Euthanasie auf solche Personen beschränkt, die ohnehin hatten sterben müssen, also sozusagen Personen, die auf dem Sterbebett lagen? So haben wir es aufgefasst, wenn die Betreffenden geisteskrank waren. Oder es handelte sich um eine schwere Missbildung mit Geisteskrankheit oder Idiotie. Und wenn weitere körperliche Krankheiten vorhanden waren. Aber Herr Zeuge, die Frage, die ich Ihnen stellte, war, ob auch wirklich nur solche Personen vernichtet wurden. Ja, ich nehme an. Herr Zeuge, in Ihrer eigenen Station in Eichberg, stimmt es nicht, dass Sie eben im Kreuzfeuer gesagt haben, dass dort sich Personen sträubten, in diesen Autobus einzusteigen? Ja. Aber diese Personen lagen doch nicht im Sterben, oder? Werner Konrad, 22 Jahre alt, abtransportiert am 10. Juni 1940. Hannelore Neumann, 4 Jahre alt, abtransportiert am 9. Mai 1940. Bei einer Routineuntersuchung in der 11. Woche
hat mich eine Frauenärztin auf eine sehr auffällige Nackenfalte bei meiner Tochter hingewiesen. Um rauszukriegen, was das bedeutet, habe ich damals den Harmony-Test gemacht. Bescheuerter Name, oder? Ich habe 299 Euro bezahlt, um mein Blut darauf untersuchen zu lassen, ob mein Kind eine Chromosomauffälligkeit hat. Die Unsicherheit, die Angst, die Frage, was mache ich denn jetzt? All das hat viel Zeit und Kraft gekostet. Ging es dir nach dem Test besser? Nein. Ich wollte ja wissen, was meine Tochter genau hat. Aber der Test kann nur die drei Trisomien 13, 18 und 21 nachweisen. Und meine Tochter hatte keine davon. Die Diagnose lautete unauffällig. Und trotzdem war da was. Ich habe wochenlang nach Spezialisten gesucht, die mir bestätigen, dass mein Kind okay ist. Hat aber keiner gemacht. Der anschließende Ultraschall war aufschlussreicher. Zysten am Nacken. Erhöhte Stirn. Eine unklare Prognose für ihre Lebenszeit. In den ersten Wochen der Schwangerschaft sprechen viele von Fötus, noch nicht von einem Kind. Du sagst, meine Tochter. Hast du sie eigentlich gesehen? Ein paar Stunden nach der Ausschabung. Wir hatten Glück, dass sie kaum verletzt war. Durchsichtig war sie. Die Hebamme hat Fotos von ihr gemacht. Ich habe ein Jahr gebraucht, bis ich mir die Fotos anschauen konnte. Ich hätte sie so gern geliebt. Aber ich hatte zu viel Angst. Vielleicht ein Leben lang 24 Stunden am Tag pflegen zu müssen. Ich ahnte nicht, dass auch die Abtreibung mein Leben verändern würde. Wie war das alles bei dir? Die ersten Wochen haben wir mit Greta im Krankenhaus gelebt. Es wurde immer wieder untersucht, was ihr fehlt, was alles nicht stimmt. Dass es ausschließlich um ihre Defizite ging, hat doch etwas mit meinem Verhältnis zu ihr gemacht. Die Liebe kam holprig, dann aber so heftig, wie sie zu einem Kind nur sein kann. Aus der eidstattlichen Erklärung Ludwig Lehners, der 1939 an einer Führung durch die Anstalt Eflinghardt teilgenommen hat und sich an den Arzt Dr. Pfannmüller erinnert. In etwa 15 bis 25 Kinderbettchen lagen ebenso viele Kinder von ungefähr 1 bis 5 Jahren.
folgende Aussprüche Pfannmüllers waren entweder aus Zynismus oder Tölpelhaftigkeit erstaunlich offen. Diese Geschöpfe stellen für mich als Nationalsozialisten nur eine Belastung unseres Volkskörpers dar. Wir töten nicht durch Gift, Injektion und so weiter. Nein, unsere Methode ist viel einfacher und natürlicher, wie Sie sehen. Bei diesen Worten zog ein Kind aus dem Bettchen. Während er das Kind wie einen toten Hasen herumzeigte, konstatierte er mit Kennermiene und zynischem Grinsen so etwas wie: Bei diesem Kind zum Beispiel wird es noch 2 bis 3 Tage dauern. Der Anblick des fetten, grinsenden Mannes in der fleischigen Hand, das wimmernde Gerippe, umgeben von anderen, verhungernden Kindern, kann ich nie mehr vergessen. Aus den Akten der Wiener Kinderfachabteilung. Der 4-jährige Heinrich Bauer, körperlich zurückgeblieben, kommt ab 25. Januar 1942 zur Aufnahme. Der Arzt Dr. Groß. Kind weint fast immer während der Untersuchung. Heinrich Bauer stirbt bereits am 27. März 1942 an Lungenentzündung. Die blinde Wilma Bayer weint viel, aber leise und kläglich. Sie stirbt, 5 Jahre alt, an Lungenentzündung. Am 3. August 1942 wird die Spastikerin Hilde Luise Marie Brunner aufgenommen. Kind weinte, als die Mutter es der Schwester übergab. Das Mädchen stirbt, nicht einmal 5 Jahre alt, am 17. August 1942 an Lungenentzündung. An Lungenentzündung stirbt auch die knapp 6-jährige Anna Hörting. Es ist manchmal vorgekommen, dass sie einen ganzen Tag hindurch weint. Der gelähmte Reinhard Schneider wird am 28. April 1944 aufgenommen und stirbt, 5 Jahre alt, am 16. August 1944 an Lungenentzündung. Am 25. Juli 1940 wird die geistig beeinträchtigte Georgine Schwab aufgenommen. Ihr Vater ist unbekannt und ihre Mutter an Tuberkulose gestorben. Weint tränenlos. Am 28. Oktober stirbt das 8-jährige Kind an Lungenentzündung. Der Arzt Dr. Groß hat ab 1953 Zugang zu den Präparaten der ermordeten Kinder und wurde später Leiter der Abteilung. Die 700 Gehirne nutzt er fortan für seine Karriere. Im Keller der anatomischen Abteilung des Wiener Krankenhauses lagerte noch 10 Jahre nach Kriegsende in einem Nebenraum ein abgetrennter Kinderkopf in einem mit Formalin gefüllten Glasbehälter. Es war der Kopf der kleinen Anna Hofer. Geboren am 27. April 1940 und gestorben am 22. Januar 1943 an Lungenentzündung.
Sehr geehrter, es tut uns aufrichtig leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass ihr, der am im Rahmen von Maßnahmen des Reichsverteidigungskommissars in die hiesige Anstalt verlegt werden musste, hier am an verstorben ist. Sehr geehrter, es tut uns aufrichtig leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass ihr, der am im Rahmen von Maßnahmen des Reichsverteidigungskommissars in die hiesige Anstalt verlegt werden musste, hier am an verstorben ist. Wir müssen nur Heil Hitler. Auf Anfrage seines Rechtsanwalts formulierte Karl Brandt in seinem Prozess 1947 seine Ansichten über die Euthanasie. Wenn Sie das Ganze betrachten, fühlen Sie sich heute in irgendeiner Weise belastet durch die Ausübung der Euthanasie? Nein, ich fühle mich dadurch nicht belastet. Ich habe die Vorstellung und Überzeugung, dass ich das, was ich in diesem Zusammenhang getan habe, vor mir selbst verantworten kann. Es war getragen von einem absolut menschlichen Empfinden. Ich habe nie etwas anderes beabsichtigt und nie etwas anderes geglaubt, als dass diesen armseligen Wesen das qualvolle Dasein abgekürzt wird. Ich bedauere in diesem Zusammenhang einzig, dass durch die äußeren Umstände den Angehörigen damals ein unverantwortlicher Schmerz zuteil wurde. Ich bin davon überzeugt, dass diese Angehörigen heute diese Schmerzen überwunden haben und dass sie selbst das Empfinden haben, dass ihre toten Angehörigen von einem Leiden erlöst worden sind. Erst am 18. März 1998 wird eine gerichtliche Voruntersuchung gegen Dr. Groß eingeleitet. Der Prozess beginnt und endet am 21. März 2000. Ein ärztliches Gutachten bescheinigt ihm Altersdemenz. Die Verhandlung wird auf unbestimmte Zeit, auf immer, vertagt. Rosa Händler, 39 Jahre alt, abtransportiert am 9. Oktober 1940 in Wien. Ich heiße Hanna Händler. Alois Berger, 16 Jahre alt, abtransportiert am 5. August 1940 in Wien. Ich heiße Cosima Berger. In Eichberg. Ich heiße Sanna Hohmann. Anna Merz, 48 Jahre alt. Abtransportiert am 12. November 1940 in Blankenheim. Ich heiße Alex Merz. Ida Jung, 30 Jahre alt,
abtransportiert am 10. März 1941 in Schwäbisch Hall. Ich heiße Merit Jung. Anna Abdescher, 55 Jahre alt. Abtransportiert am 15. Juli 1940 in Stralsund. Ich heiße Annalisa Wolker. Yeah.